Hallo miteinander und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Dorian Gent. Ja, willkommen zu dieser kleinen Preview, wo wir uns wieder einmal ähnlich bei Imperator Rome zuletzt in der ersten Folge so ein bisschen die neuen Features anschauen und besprechen werden und dann direkt in dann angespielt starten werden zum neuen, die jetzt die zur neuen Expansion, wo gesagt zu EU4, nämlich Emperor. Ja, Emperor befasst sich grundsätzlich sehr stark mit dem Heiligen Römischen Reich. Also hier wird versucht, das Gameplay in Europa nochmal interessanter zu machen. Das Heilige Römische Reich wurde ja sehr, sehr lange nicht angetouched, sagen wir mal. Da gab es leider keine Neuerungen. Es wurde auf jeden Fall hinfällig, da was zu ändern. Zusätzlich zu den DLC gibt es den Austria-Patch 1.3. Da sind auch einige sehr, sehr gute Veränderungen dabei. Zum Beispiel wurde endlich das Ständesystem hier, ich würde nicht sagen, man müsste eigentlich sagen, angepasst. Es wurde quasi mehr oder weniger halb abgeschafft und wieder neu gemacht. Das war ja damals schon zu Release eigentlich ein ziemliches Durcheinander gewesen. Und haben sie endlich jetzt das Ganze verändert. Wunderbar. Also, solange wir hier noch auf der Karte sind, gehen wir gleich ganz kurz die Nationen durch, die mit der Expansion neue Mission Trees oder neue Missionen bekommen. Das sind einige dabei tatsächlich. Also wir haben einen erweiterten Missionsbaum für Frankreich, wir haben Missionsbaum für Brandenburg und Preußen, einen neuen Missionsbaum für das Heilige Römische Reich, also als Heilige Römische Empire, also was man vereinigt hat, und als Deutschland, was man sich dafür dann entscheidet. Und einen Missionsbaum für die Provence, hier für die Schweiz, für Böhmen, das jetzt mit den Hussiten, wer Kingdom Come Deliverance gespielt hat, der wird spätestens da, seit da wissen, dass Jan Hus eine Sache war, die dort noch vor der protestantischen Reformation für Unruhe sorgte, in religiöser Manier. Die Hussiten kommen als neue Religionen mit im Spiel und man kann als Böhmen tatsächlich auch das forcieren, dass man hussitisch wird. Teilweise auch bei dem Missionsbaum kann man sich sogar ein Reformationszentrum spawnen. Also das ist eine interessante Mechanik, was man da drauf steht. Dann genau, eine neue Mission für den Papst. Da ist auch alles das jetzt sehr ausgefüllt. Es war davor schon ganz interessant, den Papst zu spielen. Jetzt ist es noch interessanter mit den neuen Mechaniken, die da dazu kommen. Er hat auch erheblich mehr Macht mittlerweile. Und auch in der Kuh, er kann auch Kardinäle ernennen und so spielen. Also da sind auch einige Sachen dazugekommen. Dann gibt es einen neuen Missionsbaum für die Niederlande, für Österreich, für Serbien, für Florenz, für Italien an sich, für Genua, für Venedig, für Burgund. Und genau, das war es zumindest, was das angeht, fürs Erste. Jetzt wäre es natürlich interessant gewesen, die Schweiz zum Beispiel zu spielen mit dem neuen Missionsbaum. Und an sich wollte ich die auch seit jeher mal spielen. Wenn sich vielleicht die, glaube ich, 3% oder so Schweizer hier auf dem Kanal freuen drüber. Allerdings ist die Schweiz natürlich eine Republik, das heißt, da können wir nicht Kaiser werden und im Rahmen dieses Reworks wollte ich dann doch jemanden spielen, der die Möglichkeit auch hat. Deswegen werden wir Brandenburg spielen. Ja. Das Schöne ist, wir sind auch nicht ganz so klein am Anfang, das heißt, wir können gleich mal hier so ein bisschen arbeiten. Wir sind auch in der Ecke, die jetzt ein bisschen umgearbeitet wurde hier mit dem getrennten Pommern, mit Stettin und Wolgast. Bin ich mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Wir sind natürlich auch nah dran an Böhmen, wo ja diese Hussitengeschichte ausbrechen könnte, falls sich die KI hier dafür entscheidet. Ja, ansonsten sieht man natürlich im Reich eine Menge los, viele kleine Provinzen, die ja teilweise dazugekommen sind. Ne? Bayern ist ein richtiges Durcheinander, könnte man sagen. Also das zu vereinen ist natürlich dann als bayerischer Spieler auch interessant. Genau. Ja, und wie gesagt, wir spielen Brandenburg, wir gehen mal rein und dann besprechen wir so ein paar andere Geschichten hier noch. Natürlich im Ironman-Modus, was auch sonst, ne, eigentlich ist es... Ja, wobei, falls wir es doch irgendwie weiterspielen, ich lasse mal Ironman drin. So, Brand. E. Und go. So, da sind wir. Soweit so gut. Lange ist es hier mit EU4 seit dem letzten Mal. Bin gespannt, ob ich es noch kann halbwegs. Schön, schön. Also, womit fangen wir an? Vielleicht zunächst einmal einen Blick auf das Heilige Römische Reich zunächst. Also, das ist alles hier... Ja, es ist nicht alles wirklich neu. Es sieht auf jeden Fall alles anders aus. Es gibt jetzt neben dem normalen Zentralisierungspfad, den es vorher schon gab, also das ist das übliche, ne, Richtung Vasallenschwarm und danach alle annektieren. Das kann man also immer noch machen, wenn man das möchte.
Es gibt es aber eben auch diesen dezentralisierten Tree, der eben mit, also mit der von Dice Autorität Sachen verschaltet, verschiedene Sachen in der Rekrutenreserve, in großen Mengen zum Beispiel, Anzahl der Kufussen wird erhöht, dann das Wachstum der Autorität nochmal und Steuereinnahmen und so weiter. Und da mit dem Ziel ist das hier so, ja, die Variante halt ohne alles zu annektieren, weil man halt nicht unbedingt als diesen Blob spielen will, sondern eher als eine kleine Nation, die trotzdem, sag ich mal, die Fäden zieht und ja, ganz gut was rausholen kann. Das letzte hier ist auch ganz interessant tatsächlich. Visiert die Scheiterte des Reiches gegen alle, die es zu bedrohen versuchen könnten. Im Prinzip sagt dann der, es ist fast sowas wie ein Kreuzzug, nur halt vom Kaiser ausgerufen, sagt dann, das ist der Feind und dann rennen alle hin und kriegen dann zum Beispiel also kostenlose Kriegssteuern und so weiter, wenn sie die Feinde angreifen. Ja. Also ne, sowas in der Art ist das Ganze. Ja, man kann da trotzdem relativ mächtig dann Sachen steuern, eventuell. Ja, ansonsten ist hier erstmal alles soweit so normal. Neu sind die Vorfälle. Vorfälle sind ja alles, was so größere Geschehnisse sind, wo man sich dann auf verschiedene Seiten schlagen kann. Ähnlich wie vielleicht bei der Reformation, wo es ja auch die zwei Seiten gibt mit den katholischen und den protestantischen Lagern. Und entsprechend als Kaiser muss man sich dann entscheiden, welche, ja, wie man verfahren will mit dem entsprechenden Event. Das erste, was wir eventuell bald auftreffen könnten, wäre vielleicht das Schattenkönigreich in Italien. Wir könnten selber eins auslösen. Der König in Preußen oder König in Brandenburg heißt das, glaube ich, mit der Zeit. Genau. Müssen wir mal gucken, wie das laufen wird. Ja, wir werden natürlich zugegebenermaßen wieder schon versuchen, Kaiser zu werden. Aber ja, eigentlich sollten wir dazu nochmal ein bisschen wachsen. Es ist immer ganz nett, wenn man das wird. Aber wenn man es halt nicht wirklich umsetzen kann, dann ist es halt auch schwierig, wenn man so schwach ist. Ja. Genau. Entsprechend nochmal zu vollständig, wenn man sich. Es gibt halt hier Leute dann auf der Seite und auf der Seite, ne? Wenn man sich der Kaiser für die Seite entscheidet, gibt es halt einen Bonus mit den Leuten und einen Malus mit denen und dementsprechend gibt es dann natürlich je nach Event auch verschiedene Auswirkungen, die das ergeben kann. Aber das werden wir dann sehen, wenn es zu so einem Event kommt. Das ist eine Sache, die hier mit dabei ist. Die goldenen Bullen, die kann man als Kontrolle der Kurie, was mit der Heilige Stuhl ist, hier erlassen. Seht ihr, also das sind einfach Effekte, die dann gelten grundsätzlich. Ihr seht, man kann sogar die Kreuzzüge nach Zeiteliminierung wieder aktivieren. Also man kann wieder Kreuzzüge durchführen. Die neuen Missionsräume für die Kreuzfahrer starten, für die Ritter, also für den Johanniterorden, für Zypern, für Athen, Jerusalem und Epirus. Ja. Also, ne, wer sich da interessiert, kann da auch quasi einsteigen. Aber, ja, zurück nach Europa. Sagt die päpstlichen Bullen. Und hier, das ist auch, da kann man natürlich Ablasshandel hier betreiben. Kriegt hier entsprechend Papstanschluss, kann natürlich dann Kardinäle dadurch abbekommen. Aber, na, die Kasse der Kurie fühlt sich halt auch. Und das ist dann wiederum von Seiten des Kontrolles bzw. des Papstes interessant, was man damit dann anfangen kann. Okay, ja, goldene Bulle, da können ganz unterschiedliche Dinge dabei sein. Wie ihr seht, Institutionsverbreitung zum Beispiel, ist sicher eine super Sache. Oder Förderkosteninstitutionen, wenn man die Bulle reinpacken kann, ist das mit Sicherheit richtig gut. Dann hier Absolutismus, jährlich Regimentdrillverfall reduzieren oder weniger Unruhe in katholischen Provinzen. Also es sind schon echt schöne Sachen dabei. Ja, der katholische Glaube war ja einer der langweiligsten, die es gab im Spiel. Schön, dass da ein bisschen mehr Veränderung jetzt reinkommt und dass es ein bisschen spannender wird. Da lohnt es sich vielleicht einmal katholisch zu bleiben und nicht ja einfach wie jeder Religion, die vorbeikommt, an den Hals zu springen, weil sie einfach die besseren Mechaniken hat. Genau. Das sind die Sachen. So, die Stände sehen wir natürlich hier. Ne? Seht ihr, da ist jetzt quasi ja, im Prinzip Loyalität, wie man es halt kennt, Einfluss und Land. Das mit dem Land funktioniert jetzt aber ein bisschen anders. Das ist tatsächlich drin im kostenlosen Patch. Also das solltet ihr alle bekommen, auch ohne den DLC. Das Rework der Stände. Das ist einer der Hauptgründe, wieso ich jetzt nochmal hier verstärkt in EU4 mal reingucken wollte, wie sich das jetzt spielt. Davor war das ja immer sehr, naja, man ist halt alle 20 Jahre hingegangen, hat die ein bisschen gemolken und das war's dann. Jetzt gibt es hier mehr Möglichkeiten. Man kann sich quasi hier Boni aussuchen oder Mali, je nachdem, wie man das halt sehen möchte, die einen so ein bisschen stärken. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu viel Kronland an die entsprechenden hier Leute hier abgibt. Ja, weil es dann natürlich wieder negative Events gibt, die uns problematisch
Probleme bereiten könnten. Zum Beispiel hier, schon ein bisschen hier rot eingekreist, der Adel hat bei uns schon sowieso schon ziemlich viel Macht. Das ist aber vor allem oder häufig auch so, dass wir eben Land abgeben, aber eben auch unseren maximalen Absolutismus einschränken. Das heißt, am Anfang des Spiels ist das noch nicht ganz so entscheidend, vor allem diese Absolutismus-Einschränkung. Aber ja, später wird das dann eventuell dann problematisch, wenn man den Absolutismus mit Beslade Game auf jeden Fall hochtreiben möchte, so viel wie es nur geht. Und da wird man da wahrscheinlich hier weniger rausholen können aus den Ständen. So, tatsächlich gibt es auch hier güterabhängige Geschichten, zum Beispiel im Mondwohl auf Eisen oder auf Viehbestand. Die Art und Weise können wir, je nachdem wie viel da produzieren, einfach mal ein bisschen Geld rausholen für unsere Nation. Ja, aber was machen wir jetzt hier eigentlich als Brandenburg? Ich würde ja ganz gerne die militärische Macht hier mitnehmen. Es gibt uns natürlich immer ein Edge, würde uns aber natürlich hier 10 Kronen kosten und wir haben dann noch nicht so viel von. Im Prinzip ist es so, dass jedes Land, das wir erobern, also wir vergeben jetzt auch das Land nicht hier irgendwie an die Stände oder so, sondern jedes Land, das wir erobern, ist erstmal Kronland und erst über dieses Menü hier durch die verschiedenen Aktionen, erst dann vergeben wir das Ganze an die Stände. Wir können das hier oben, seht ihr auch wieder zurückfordern, wir können Land beschlagnahmen, das ist dann der proportional verteilt auf die verschiedenen Stände. 5% sind das dann immer, die man zurückbekommt, verdient aber 20 Loyalität, die man dann natürlich wieder irgendwie aufbauen sollte. Und das Gleichgewicht ist hier momentan bei 50, das ist halt, ne, das baut sich immer ab oder wenn man hier was macht und dann tendiert es halt langsam wieder zum Gleichgewicht zurück. Also das ist, glaube ich, dann mehr oder weniger so wie früher. Genau, dann, ja, was machen wir denn? Was machen wir denn? Die Bürger, da könnten wir auf jeden Fall die Künste fördern, da sind sie etwas zufrieden, das schränkt uns nur ein, gibt ihnen mehr Einfluss und wir geben aber kein Kronland ab, gibt uns Prestige. Kontrolle über die Geldpolitik ist eigentlich auch eine nette Sache, über Macht kosten aber nicht so geil. Also, Monopol für Textilien, also das gibt uns ein bisschen mehr Geld. Das würde irgendwie so sehr typisch auch rollenspielmäßig passen, wenn wir das denen geben würden. Und sie wären natürlich glücklich ohne Ende. Aber keine Einnahmen mehr durch Textilien. Muss allerdings ein bisschen Geld geben. Könnte man sich überlegen. So, jetzt wollen wir ja tatsächlich... Ja, machen wir es doch so. Dann gehen wir zum Adel, beziehungsweise zu dem Klerus und werden denen ein bisschen mehr Macht geben. So. Kriegen dadurch einen Admin-Punkt mehr. Sind jetzt bei 20%, aber jetzt ist das alles etwas, ja, das ist ganz okay aufgeteilt. Wir haben immer noch 20% des Kronenlandes. Man kann da auch noch weiter runtergehen, aber ich bin da lieber vorsichtig. Hier unten könnten wir vielleicht so hier die Vorherrschaft über die Krone. Stände können jederzeit Agenten verfolgen. Wenn man jederzeit Agenten sind, die sind Missionen, die wir hier generieren können. Das ist eigentlich interessant, ne? Wir geben denen quasi die Herrschaft über die Krone, dadurch sind sie hier... Aktiv, wir kriegen auch kein Kronland dazu. Der Einfluss steigt zwar nochmal, aber die anderen sind glücklicher. Was irgendwie ist dieses Ding hier echt komisch und es wirkt irgendwie overpowered. Deswegen machen wir es natürlich mal nicht. Ja, dafür braucht man da Tradition, ne? Das finde ich nicht schlecht hier mit weniger Verfall der Tradition und die Generalskosten. Adel im Offizierskorps. Das hier, Krone wollen wir nicht weiter abgeben. Ne, ich denke, wir lassen es einfach mal so. Kann man natürlich wieder verschieden bauen, metamäßig, aber wir werden jetzt mal nicht Meta spielen, sondern ganz normal. So als hätten wir, als würden wir ganz normal Spaß haben wollen im Spiel. Heilige Scheiße. Ja, da ist eine ganze Menge gerade passiert. Und das brauchen wir natürlich auch. Sagen wir, verbinden uns hier mit den Böhmen. Danach verbinden wir mit den Österreichern. Hier die Achse des Bösen. Von oben nach unten. So. Oh, ich habe das Gefühl, dass die normalen Sounds etwas zu laut sind. Ja, meine ganzen Anschauungen sind nämlich ein bisschen. Ich habe nicht einmal alles gepurcht. Die gesamten EU4-Dateien. Magdeburg will sich verbünden. Ja, auch so ein potenzielles Picking, ne? Oh, kaiserliche Ambition, aber schon mal geschafft, weil niemand zweites für uns stimmt. Das ist natürlich super. Wer ist denn der Nette? Natürlich die Böhmen. Wir könnten sogar vermutlich.
Köln oder Mainz noch auf unserer Seite bringen. Ja, da fehlt nicht viel. Ja, dann lass uns mal die Beziehung mit Köln verbessern. Das ist natürlich super, dass wir jetzt einen neuen Diplomaten haben, wenn er gut sein kann. Können wir nicht auch mal die Agenda hier anfragen? Einstellen kriegen plus 5 Loyalität. Die freuen sich, dass wir sie natürlich anhören. Und jetzt geben sie uns hier Missionen. Gerstand fordert, dass wir in den Wohlstand seiner Ländereien in Altmark investieren. Das heißt, wir müssen Grundsteuer zumindest 6. Okay. Altmark. Wir müssen das hier zweimal erhöhen mit Endpunkten. Wäre ja so schlecht eigentlich nicht. Was wir hier bekommen? Sie werden loyaler und wir erhalten 10 Prestige. Der Adel möchte, er sieht nochmals einen integralen Bestand von Brandenburg an und nimmt uns übel, dass die Region nicht wahrscheinlich uns gehört. Ah ja. Mahnt uns an, den Rest des Gebiets für uns zu beanspruchen. Das erhalten wir einen Anspruch auf Neumark. Das wollen wir ja ohnehin haben. Wir müssen nur schauen hier, Livonische Orden und Anhalt. Die sind am Anfang etwas stärker als wir. Aber grundsätzlich wollen wir ja auf jeden Fall Neumark haben. Und was wollen die Bürger? Die wollen, dass wir... Ohne Auswirkung. Ah, die wollen, dass wir die Produktion in Altmark erhöhen. Geben uns Geld dafür. Ich würde aber tatsächlich erstmal das einfach machen. So, mit Endpunkten. Jetzt haben wir den Anspruch auf Neumark direkt. Ich würde sagen, wir werden auch mal ans Truppenlimit hier gehen, huh? Mit 3 Infanteristen, wenn wir danach fast kein Geld mehr haben werden. Teilen. Okay. Goslar will sich verbünden. Nicht ganz so notwendig, würde ich sagen. Mal euch 3 mit, dann können wir auch anfangen zu drillen gleich, sobald wir einen General haben. Ja, Achilles. Hey, ja, komm. Ein 4er. Wunderbar. Den Fall müssen wir natürlich auch noch auswählen. Meine Güte. Ja, nicht Böhmen. Nee, Deutscher Orden, ja. Dann die Sachen hier im Norden, wa? Stettin wollen wir auf jeden Fall uns einverleiben. Und ja, Braunschweig oder Sachsen. Ja, Wolgast wäre natürlich auch noch so eine Möglichkeit. Nehmen wir mal Wolgast. Also ich würde ganz gerne eigentlich einen Zugang zum Meer hier schaffen, möglichst schnell. So, was ich auch noch kurz zeigen wollte, ist, dass, was auch noch dazu kommt, sind Hegemonien. Hier unten. Das sind also die mächtigsten der mächtigen und auch Großmächte sozusagen. Gibt's in 3 Kategorien. Gibt es als Wirtschaftshegemonie, als Seehegemonie oder als Militärhegemonie. Ihr seht Voraussetzungen. Hier ist es eben vorwiegend auf Heer ausgebaut. Da muss man 1 Million Truppen haben. Hier drüben mehr als 250 große Schiffe. Und hier monatliche Erträge mindestens im Wert von 1000 und das Ganze bringt uns dann jedes Mal nochmal ordentliche Boni. Es gibt einen Startbonus und umso länger man das dann ist, umso mehr erhöht sich der Bonus dann mit der Zeit, wenn die Macht wächst, seht ihr da unten. Mehr produzierte Güter zum Beispiel oder hier mehr Seeleute global oder hier weniger Verschleiß und weniger Unruhe. Also das ist schon mal so eine Late-Game-Geschichte, wo man sich drauf, wo man darauf hinarbeiten kann. Auch sehr schön. Jetzt auch noch nicht gezeigt, das können wir auch nochmal schnell anschneiden, auch wenn es eigentlich ein Patch-Feature ist, sind die Söldner. Die sind tatsächlich auch jetzt neu und anders und besser, sozusagen. Die kommen jetzt immer aus einer gewissen Provinz, genau. Und wird jetzt am Anfang eher unwichtig, später wird es dann wichtiger. Haben dann immer auch die Technologiestufe dieser Provinz. Das heißt, wenn man Söldner irgendwie in der neuen Welt oder so anhört oder in Afrika im Süden oder sowas, dann kriegt man eben nicht die Hightech-Truppen hier aus dem Norden, sondern das sind das entsprechend die angepassten Leute dort. Theoretisch kann man, also wenn man umso weiter die weg sind, die man anheuert, die Söldner, umso länger brauchen sie, um ausgehoben zu werden. Also das wird auch hier mit einbezahlt. Und ihr seht, es gibt immer auch lokale Söldner, die man anheuern kann. Diese ganzen Söldnergeschichte hier, die ist sozusagen instanziert. Das heißt, jede Nation kriegt das hier so ein eigenes Raster, das sie ausheben kann. Man kann nicht den anderen irgendwie alle Söldner wegklauen oder so. Das geht nicht. Dann, was gibt es noch? Genau, ihr seht hier auch, ne, hier die Fähigkeiten der Generäle, die man dann bekommt. Das ist eine super Art und Weise, einen sehr guten General early zu bekommen. Ja, also 3 Schock-Generäle oder 4 Schock hier oben. Der kommt aus Groningen hier. Der friesländische Mann hier würde auch tatsächlich hier, seht ihr, die Moral der Armee nochmal erhöhen und hier die
Genau, reduziert den von der Reserve erlittenen Moralschaden. Das ist die Reserve hier. Also die haben auch ihren eigenen Manpower-Pool. Natürlich, wenn er aufgelocht ist, dann auch vorbei mit dem Regiment, aber ja. Sie haben auf jeden Fall einen. Und ihr seht, am Anfang sind die alle noch relativ klein. Anfang des Spiels, alles nur 4 Infanteristen. Aber die bauen sich dann nach und nach auf und werden größer. Ja, kann man sich halt echt jemanden aussuchen. Wahrscheinlich die Moral der Armee ist hier eigentlich schon mal eine super Sache. Und das wäre zum Beispiel jemand, den wir auf jeden Fall anheuern könnten, wir uns leisten könnten. 1,72. Ah, genau, wie vielleicht mal plus 20% mehr Unterhalt. Mal hier drauf gucken. Genau, da seht ihr es ein bisschen. Die sind hier sogar günstiger. Also die lokalen Leute, die sind immer günstiger. Die haben natürlich keine Boni mehr, keine Boni dabei. In dem Fall sogar Mali. Aber sie sind günstiger als die normale Infanterie. Diese lokalen Regimenter sind dazu da, damit auch Einstadtstaaten, also Stadtstaaten, wie man sie im Volksbusiness nennt, dass die auch an Söldner kommen am Anfang, dass sie sich ein bisschen verstärken können. Und zwar relativ günstig. So. Gut, damit haben wir die Söldner und das hier auch noch abgedeckt. Eine Sache, die wir wahrscheinlich nicht sehen werden hier in diesem, in dieser Preview, außer ihr wollt unbedingt, dass ich das wirklich durchspiele bis zum Ende. Ja, dann müsst ihr natürlich entsprechend liken und kommentieren, dann weiß ich, dass das hier gewünscht wird. Ist zum einen die Institutionen, die neueste zu sehen. Hier hinten die Industrialisierung, da gab es ein paar neue Sachen dazu. Beziehungsweise zwischen den beiden Institutionen, den Zeitalter, also alles, was so Richtung Revolution geht, da wurde auch ziemlich viel gemacht, dass die Revolution spannender machen soll, dass sie sich besser ausbreitet und dass man die Fackel der Revolution weitertragen kann. Und ja, die Revolution war ja auch so ein Feature, was eigentlich ganz cool gedacht war, aber dann am Ende meistens auf, ja, sag ich mal, sagen auf wenig Gegenliebe, aber sie hatte relativ wenig Effekte da im Spiel. Vielleicht ist es jetzt anders. Wenn dazu kommen, das wird schwierig. Aber zumindest theoretisch sollte das jetzt auf jeden Fall nochmal etwas flavoriger sein. Schatzi aus Österreich, natürlich. So, dann wird es mit den Österreichern hier gut stellen. Sollten sie hoffentlich uns auch nicht in die Quere kommen, wenn wir expandieren. Wunscherorden und Anhalt. Genau, und bei dir, du bist mit Salzburg verbündet. Okay. Ja, also wir sollten natürlich hier oben Geheimdienstaktionen aufbauen, was auch neu ist, dass man im Reich dann mehr für die ersten Claims bezahlt, dass man 30 Spionagenetzwerke bezahlen muss zum Beispiel. Es gibt viele so Kleinigkeiten, die neu sind. Wenn wir Rebellen hätten, würden wir hier auch genau die Anzahl der Rebellen sehen, die spawnen würden. Dann eine Sache, also wenn man Rebellen hat und diese stehen die ganze Zeit auf 80 und 90%, weil man will eigentlich, dass sie spawnen, ja, und sie spawnen aber einfach nicht, ja, sondern spawnen dann wahrscheinlich in der Regel, wie es halt so ist, zum ungünstigsten Zeitpunkt, da kann man das auch erzwingen, das Spawn der Rebellen. Sie kriegen dann zwar 50% mehr Stärke, aber man kann sie dann trotzdem, naja, spawnen lassen und dann erlegen, bevor man in den Krieg zieht oder so. Also das ist schon mal eine gute Sache, was man nicht machen kann. Entsprechend ist die Rebellen im Krieg spawnen zu lassen, damit der Feind sie killt. Also das geht nicht. Es geht nur außerhalb von Kriegen. Nur falls da jemand gleich an die Möglichkeiten gedacht hatte, wie man das schießen könnte. Gut. Herrschaft der Hohenzollern in Brandenburg. Als die Hohenzollern 1411 die Mark Brandenburg erwarben, blickte der Staat auf eine lange Geschichte der äußerst lockeren Herrschaft unter Wittelsbachern und Lehnsherren aus Luxemburg zurück. Der ansässige Adel und Klerus sowie die Stadträte hatten sich daran gewöhnt, sich selbst überlassen zu sein. Raubritter und Gesetzlosigkeit sind in weiten Teilen des Reiches verbreitet. Unsere Dynastie hatte einigen Erfolg darin, die Macht des Adels und der Bürger einzudämmen, weil oft ihre Festungen in Trümmern gelegt wurden. Wir sind jedoch weiterhin alles andere als die unbeschnittenen Herren dieses Landes. Seit einiger Zeit scheint selbst der Klerus, der in allen Teilen unserer Verwaltung vertreten ist, gegen uns zu arbeiten. Wenn wir vermeiden wollen, lediglich eine weitere vorübergehende Dynastie in dieser Region zu werden, müssen wir unsere Autorität mit harter Hand durchsetzen und einen Regierungsapparat aufbauen, dem wir vertrauen können. Ja, das klingt doch vernünftig auf jeden Fall. Für den Admin-Punkte hier können aber neue Kanzlei aufbauen. Ja, Autonomie monatlich minus 0,05 und Ruhe steigt ein wenig. Mit der Fledus verliert Land und Einfluss. Das finde ich an sich eine gute Idee. Wir werden hier vorne mal den Fokus auf Militär legen.
Genau, wir haben ja hier mit 332, da müssen wir ein bisschen was aufholen. Jetzt haben wir ja durch unsere Stände hier den diesen Start plus 1. Das passt also so weit, so gut. Teil der Armee wäre natürlich super, aber eine Dukate können wir uns leider nicht leisten. So, euch ein- und drillen lassen. Unischer Orden und Anhalt. So, Anhalt könnten wir vermutlich relativ schnell hier raushauen. Frage ist tatsächlich, also idealerweise sollten wir als Brandenburg uns das alles hier holen. Oh, die Abteilung von Maine. Ein Frankreich versprochen. Oh, okay. Kein Krieg tatsächlich, ausgebrochen. Thronanwärter-Rebellen in Dänemark. Ja, es ist echt wie immer die Frage so ein bisschen, was das erste Picking sein sollte. Und die sind alle hier nicht ganz so krass verbündet. Salzburg ist halt so weit weg auch noch. Diese Goldmangel. Ich dritte von Habsburg. So, wir wollten ja, das sollten wir nicht vergessen, uns mit Köln noch verbünden. Wird die auch für uns stimmen. Und natürlich, weil wir natürlich Köln beistehen wollen hier, ne? Wenn es hart auf hart kommt. So, jetzt dürften wir noch eine Beziehung frei haben. Und wir könnten natürlich uns auch noch versuchen, Mainz zu holen. Ja, dann haben wir hier all die Kurfürsten aus dem ganzen Reich auf unserer Seite und sind halt garantiert nächster Kaiser, hä? Ja. Ja, das habe ich irgendwie erwartet, ja. Mainz steht momentan zwar noch für Hessen, aber sie werden schon auf den richtigen Pfad hier einlenken, da bin ich mir sicher. Ah ja, und die erste Goldbulle wurde hier erlassen. Entführungskosten global minus 5% und Toleranz der Ungläubigen plus 2. Interessanter Kurs, den der Papst da einnimmt. Müssen wir die Beziehung mit Mainz. Der Morgenempfang. Im Laufe der Zeit sind viele alltägliche Ereignisse im Leben unseres Kurfürsten und seiner Vorgänger zum Gegenstand von Zeremonien geworden. Im Schlafzimmer des Herrschers sein zu dürfen, während der sich ankleidet, wird von vielen beispielsweise als beste Möglichkeit angesehen, das Gehirn von Kurfürsten zu finden. Ja, da bin ich natürlich, wäre ich auch immer am besten gelaunt morgens, wenn die Speichellecker schon ankommen und irgendwas von mir wollen, wenn ich mich gerade mein Pyjama anziehe hier. Hätte es allerliebst, ne? Ja. Wir könnten das natürlich hier, das würde den Adel hier immens loyal machen und damit würde er immens Einfluss verlieren. Findige und lange Zeremonie für die Einflussreisten. Kostet uns ein bisschen was, aber ich denke, langfristig ist das erstmal ganz gut. Damit haben wir hier einen sehr, sehr loyalen Adel. Mit den entsprechenden Boni dazu. Weniger Armeeunterhalt. Das rechnet sich schon, glaube ich, gegen die minus 10%, die wir an Steuereinnahmen verlieren. So. Was haben wir denn? Korruption jährlich. Das ist schon in Ordnung. Es ist halt echt beides so verlockend hier. Es ist eigentlich alles verlockend. Nennen wir es mal so. So, ein Jagiellon wird gebraucht hier in Polen. Ja, Polen ist nun eine Großmacht. Werden die Beziehung zu Polen auch verbessern? Indem wir hier in Wolgast den ersten Anspruch haben. Ich meine, die Jungs hier oben wären natürlich die leichteren Ziele. Das hier wäre halt Land, das wir nehmen könnten, ohne dass uns das der Kaiser abspenstig machen könnte. Und es ist eine Mission, also, ja. So, Neumark, 1970, also ein paar Jahre sind sie noch aktiv. Ja, was man natürlich machen könnte. Wie kostet ihr nochmal hier monatlich? Zu viel eigentlich. Ah, bei den Boni? Schweizer Badegarde aus Gebern ist auch jetzt hier im Angebot. Nationales Epos, das ist wiederum, ja, Prestige jährlich nehmen wir mit. Geld wird immer weniger.
Aber ich meine, Prestige bringt uns ja auch was, ne? Das Problem ist tatsächlich, dass die Jungs hier ja stärker sind als wir. So, du bist bald fertig in Österreich. Ja, komm mal hier raus. So, wir können auf Wolgast hier mal den Anspruch generieren. Dann kommt hier auch mal raus. Besser die Beziehung zu Polen. Und ja, wir können ja mal gucken. Ja, bei uns kommt halt keiner mit. Die haben halt noch die Livonischen Orden noch dazu. Ich denke, da ist das hier definitiv die bessere Wahl für den Anfang. Hier sollten wir erstmal aufhören zu drillen und unsere Moral wieder aufbauen. Blut fließen. Schankäschen. Ist klar. Wir hatten Dummschwestern wieder unterwegs. So, hast du mittlerweile mehr? Nee. Ja, wenn die hier verwickelt sind in den Krieg mit Polen, das wäre eigentlich der optimale Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Ja, oder dass halt Böhmen oder so mitmacht. Aber wir haben halt auch momentan noch keinerlei, Vertrauen oder sowas aufgebaut. Ich bin ein Verbündeten für diese Sache. Ja, aber ansonsten denke ich, können wir losschlagen. Krieg erklären. Wolgast erlebt in Salzburg. Die Ordnung von Wolgast. Ja. Können wir gleich mal hier einmarschieren. Selbst wenn sie ihre Armeen vereinigen. Sollte das eigentlich ganz gut aussehen hier für uns. Also sie stehen auf der Insel mit der Armee, okay. Und, wir können auch schon Unterstützung suchen bei Romans Invasion. Jetzt Medaillen gewählt. Mal gucken, was da unten rauskommt. So, wir haben jetzt natürlich auch noch... Tatsächlich, wir sind literally der nächste Kaiser. Das ist irgendwie leicht beängstigend. Ja, solange wir unsere ganzen Verbündeten haben, ist eigentlich alles gut. So, wir verbessern mit Polen. Ja, wenn der Krieg nicht wäre, dann hätten wir eine gute Chance, uns auch mit denen zu verbünden. So schlecht nichts ist, als kommende Großmacht, sollten wir auch unsere Beziehung mit Frankreich stärken. Natürlich, natürlich. So. Dann stellen wir uns mal hier hin und warten ab. Der Staatsmann Watzlaw, der Fünfte von Hohenzollern von Böhmen, ist gestorben. Unser Staatsmann Böhmen ist fühlbar. Nein! Oh nein! Wir werden blockiert von der großartigen Wolgaster Flotte. Der Salzburg bleibt erstmal im Süden. Das ist schon in Ordnung. Wir eigentlich. Ne, wir haben keine Siege Pips. Na gut, dann machen wir mal, ne? So, die Mauern sind gefallen. Schick den mal hier dazu, damit es auch auf jeden Fall weitergeht. Auch das Interface beim Blockieren und so wurde ein bisschen geändert. Man sieht da auch ein bisschen genauer, wie viel man dann rausbekommt und so. Ach. Adige Rebellen im Deutschen Orden. Ja, da komme ich jetzt gerade nicht rüber. Kann ich denn durch unsere Freunde ausstehen? Nee, warte mal, ich kann bestimmt durch unsere Freunde aus Polen durch. Zugangsaktion, Militärzugang erbitten. So. Dann läufst du nämlich mal außen rum. Stellst dich mal in Wolgast hin. Schicksal der Neumark. Von fehlender Mittel und einer instabilen politischen Situation sehen unsere Vorgänger es als notwendig, die Lande der Neumark zuerst zu verpfänden und anschließend an den deutschen Orden zu verkaufen. Das Gebiet wurde jedoch einst von Siedlern aus Brandenburg beansprucht und die Bürger der Provinz behaupten nun, der Orden vernachlässige sie. Der deutsche Orden hat bereits versucht, die Neumark an den polnischen König zu verpfänden, doch die Bürger der Neumark haben diese Lösung abgelehnt. Solange der Orden gebührend
kompensiert wird, haben wir allen Grund zur Annahme, dass wir dem Meister unser wirklichen Angebot annehmen wird, die Provinz zurückzukaufen. Wir könnten 100 Gold dafür anbieten. Das wäre mir ja tatsächlich ein paar Darlehen wert hier. Und dann mach mal... Steuer, also grundsätzlich. So. Meister hat unser Angebot angenommen, wird die Neumark für einen Pauschalbetrag an uns übertragen. Neumark wird wieder mit Brandenburg vereinigt. Ja, super. Damit haben wir auch die Mission gewonnen. Oh Gott, das ist deswegen... Oh, wow. Ja, man könnte sagen, es kam wohl gerade zur falschen Zeit. So, jetzt können wir die Wolgaster Armee hier vernichten. So, dann erobern wir mal Kolberg noch hier. So. Ja, wir kommen halt nicht auf diese Insel. Immer keine Schiffe. Ja, aber sorgt über mangelnden Schutz. Nee, wir machen mal das hier, Mekatilismus, so. So, Mr. Wolgast. Ja, das war jetzt halt... Also in meinen Augen ist das ein Bug, ehrlich gesagt. Ich meine, das Problem war, dass der Tag war in dem Moment, glaube ich, der falsche, weil er auf Rebellen stand. Aber gut, dann werden wir halt trotzdem gegen sie hier kämpfen müssen. Das ist schon in Ordnung, jetzt haben wir zumindest die Provinz. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Wir wollen ja definitiv Wolgast haben. Und Kolberg und Stolp. Und eigentlich auch das hier. Das kriegen wir wie viel? 156 Ländern. Ja, lassen wir machen das immer erstmal raus, was so ein paar Geschichten angeht. Ich könnte ihn natürlich auch vasalisieren. Das wird uns auf jeden Fall sogar zum Mehr bieten. Was gut wäre, wirklich. Ich meine, es gibt keine Koalition dadurch. Das ist das Gute. Ach ja. Ja, und Rügen behält er dann wohl fürs Erste. Vereinigen wir uns wieder hier oben. Guck mal, da Wolgast alle und dann könnt ihr da weiter drillen. So, 9k. Wolgast ist schon in seinen Listen. Ja, hätten wir Neumark jetzt, dann wäre das, hätten wir Stettin als quasi Reservat hier drin. So, Coring. 1, 2, 3 und 4. Dann bauen wir mal ja, gut, die Kathedrale für uns. Logischerweise. So, dann haben wir hier Braunschweig und Sachsen. Lüneburg. Ja, Magdeburg wäre, glaube ich, auch angesagt. Wir haben unsere Macht etwas vergrößert. Ja. Wie sich das dann auswirkt. Und Darmberg ist es damit wenigstens noch angeschlossen. Ja, also. Unsere polnischen Eventualfreunde. Ja, komm, machen wir mal die Beziehung verbessern hier, dann sollte das passen. Komm du mal zurück. Jemanden noch frei haben. Damit beenden wir vermutlich jetzt hier die erste Folge des Angespiels zu EU4 Expansion Emperor. Wenn ihr euch das ganze Ding hier zulegen wollt und dabei den Kanal unterstützen wollt, dann findet ihr wie immer die Unterstützungslinks dafür in hier der Videobeschreibung. Ja, was euch gefallen hat, dann lasst ein Like da oder eine Bewertung grundsätzlich. Und dann sehen wir uns vielleicht auch beim nächsten Mal. Falls ihr abonniert, guck mal hier. Ich habe hier so ein Ding angefertigt, dass das erscheint. Ne? Damit ich es nicht immer sagen muss, aber naja. Vergesst immer, dass ich das Ding einblenden sollte, dann auch irgendwann im Laufe des Videos. Egal. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Torren.